Das freut mich sehr, dass ich bei euch heute bin. Wir haben nur ein kleines Problem. Ich muss was erklären. Entschuldige für meine Deutschsprache. Ja? Ich weiß, es macht immer viel, viel Fehler. Aber ich muss mehr lernen und immer lernen. Ich habe die englische Sprache weggeschmeißen. Ich spreche kein Englisch. Und jetzt bin ich in einer Stelle, das freut mich sehr auch. Ich denke auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch. Ja, wirklich, das bin ich jetzt. Ja, ich brauche viele Grammar und viele neue Wörter. Aber ja, man hat Zeit. Ich bin Rafat Al-Shimari, ich komme aus Syrien. Ich bin im Jahr 1973 geboren in einer kleinen Stadt, heißt Tartus in Syrien. Tartus ist eine kleine Stadt am Mittelmeer. Und ich bin, wie euch gesehen, in einer musikalischen Familie geboren. Mein Opa war also Sänger, mein Vater auch Sänger und Spieler. Und dann bin ich und mein Sohn auch jetzt spielt und studiert Musik. Unser Programm heute, also ich habe ein paar Sachen zu sagen. Erstens über meine Erfahrung, wie habe ich gut gelernt und wie lange gedauert und wo bin ich jetzt und wo war in Syrien und wo ist mein Ziel, also in Zukunft, das ist einer. Zwei, ich erkläre was über unsere Musik, orientalische Musik, also besonders arabische Musik, ja, orientalisch heißt türkische und auch persische und auch indische und auch bis China und Japan, aber ich erzähle über also Persisch, Türkisch und Arabisch. Und drei, ich spreche über mein Instrument, Oud, ein bisschen. Oder nicht ein bisschen, ja, ich spreche über mein Oud so viel, weil ich liebe mein Instrument. Und dann wir gehen zu unserem Tonleiter. Unser Tonleiter heißt Maqam. Wir haben viele verschiedene Maqams, ja. Wir können auch über diese Sachen sprechen. Und auch wir können sprechen über, was ist die Musik? Wer ist Musiker, wer ist Künstler? Das ist sehr wichtig, man zu wissen. Ich bin Musiker oder ich bin Künstler. Das und ja, schau mal, ich weiß nicht, was mehr, weil ich habe kein Programm. Ich spreche immer, was ich. Ja, jede Stelle hat was zu sagen. Also, lass uns jetzt über meine Erfahrung was reden und dann schau mal. Als ich 4 Jahre alt war, ich habe die Oud ersten in unserer Wohnung gesehen. Und mein Vater spielt immer Oud. Und er ging jeden Donnerstag eine Hochzeit spielen und singen und. Es war sehr schön, wenn er neue Saiten haben und die erste Stimmen. Ja? Das dauert lange, also 3-4 Tage bis die Saiten, also haben die richtige Stimme. Und das gefällt mir, ja? Ist immer, ja, es spielt was, na. Wirklich, war sehr schön. Aber ja, ich bin also in 6 Jahren in die Schule gegangen und dann habe ich angefangen zu lernen. Aber ich habe diese Gefühl über Musik. Ich habe versucht, was zu singen, als ich 6 Jahre war. Und habe es gut geschafft. Und die zweite Klasse habe ich ein kleines Stück gesungen
Es war eine Schulfeier und so. Und dann habe ich Lust, zu probieren. Ja, ich war sehr schlau in der Schule und das war vielleicht meine negative Seite. Ja, mein Vater kommt und sagt, ja, du darfst nicht auf Ud spielen oder Ud berühren. Du darfst nicht, du musst aufpassen. Du bist ein guter Schüler, du musst gut lernen. Lass Musik jetzt und bleib in der Schule. Und das war wirklich schwierig für mich. Und dann immer, ich warte, wenn mein Vater nicht zu Hause ist, ich versuche was zu tun, was zu spielen. Dann ein Jahr, zwei Jahre, ich kann nichts spielen. Einmal passiert, dass die Seite ist nicht gestimmt und habe ich mit diesen Sachen gespielt und eine Seite kaputt gemacht. Katastrophe, ja. Ja, mein Vater kommt, hast du die Ud benutzt? Nein, nicht, aber jetzt. Es gibt eine Seite, ist kaputt. Ja, komm, und immer schlägt mich. Du darfst nicht. Und meine Mutter auch, aber acht auf mich, ob ich die Ud so machen oder nicht. Dann, ich war circa ja, 8 Jahre alt. In einem Sommer, der Mann von meiner Tante, er spielt. Gut, weil ich bin in ein kleines Dorf geboren, ja, und wirklich, ich sage, dass 60 oder 70% von die Leute dort, also spielen oder singen, egal was, Ud oder Boka oder Nei oder alle spielen, ja. Und der Mann von meiner Tante kam zu uns und sagt, Rafa, schau, ich habe ihm gesagt, ja, ich weiß nicht, wenn dann so mache, ja, das ist eine Stimme zum Beispiel, und so, es gibt keine, ja. Er hat mir gesagt, dass du musst so machen, also schwierig, ja. Das war der erste Schritt für mich, wie kann man gut benutzen. Okay? Und, oh mein Gott, die ganze Nacht, den ganzen Tag, nur so. Dann habe ich angefangen. Ich besuche immer jemanden, hat Ud und ich versuche was zu spielen. Es will zu Hause spielen, ne? Dann war ein Tag, ich bin zu Hause, ich spiele, mein Vater kam und er hat was gehört. Wer ist das? Ja, das ist nicht möglich, das ja, es war was spielt oder so. Kam, oh mein Gott. Spielst? Ja, aber ich habe dir gesagt, du darfst nicht spielen, okay? Und auch noch einmal bislang, ja, bis ich also 13 Jahre war, ich habe viel geübt mit meiner Kollegin oder mit meiner, also der Mann von meiner Tante und war der erste Auftritt für mich, auch in der Schule. Ich habe ein Stück gespielt, ist wirklich ein schwieriges Stück, aber habe ich gut geschafft. Und die ganzen, also die Leute sagen ja, schau, Rafa spielt gut jetzt. Und er hat ein schwieriges Stück gespielt. Und dann habe ich angefangen, mit alle Feste in der Schule zu organisieren. Ja? Das singt mit uns, das singt nicht, wir singen dieses Stück, wir spielen dieses Stück. Bis also 14 Jahre alt. Es war mein erster Auftritt, eine Hochzeit, okay? Ein berühmter Sänger war von einer von meinen Nachbarn. Er hat Probleme mit den anderen Oldspieler. Dann hat er gesagt, Rafa, kommst du mit? Ja, gerne. Und bin ich wirklich, erstmal, ich kann jetzt gut erinnern, ich habe meinen Old so. Ich sehe niemanden, ich kann niemanden sehen, ich konzentriere, ich bin auch Schame, ja. Die Leute sehen und sie trinken, sie essen und vielleicht mache ich einen Fehler oder so. 4-5 Stunden, ich bin so. Ich habe so gespielt, ja, aber ich habe gut gespielt. Und dann hat angefangen, ich habe
500 Syrian lira gekriegt, also circa 10 Dollar. Und ich habe das Geld zu meinem Vater gegeben. Oh mein Gott, du bist sehr gut. Ja, mein Vater hat gesagt, ja, du kannst jetzt spielen. Du bist ein guter Spieler und das bringt auch Geld. Ja. Und dann bin ich angefangen und dann, also 15 Jahre alt war, ich habe jeden Donnerstag Auftritt. Also Hochzeit, oder? Und ja, das läuft mehr und mehr und mehr und ich habe auch selber studiert. Also ich habe viel Bücher gekauft, viel Musikstück gehört. Ich habe auch die Noten selber gelernt, wie kann man Noten lesen und schreiben. Ich habe auch über Makam, diese Tonleiter, gelesen. Dann, als ich 18 Jahre war, ich bin in ein Institut gegangen, nur für eine Prüfung zu machen. Ja, ich habe gesagt, ja, ich möchte gut lernen. Und dann, sie haben eine Prüfung für mich gemacht und ja, du bist Gutspieler, also du brauchst keiner. Und sie haben ein kleines Zertifikat gegeben. Das war auch das erste. Und wirklich hat gut mit mir, ja, gut angefangen. Dann ich auftrete zwei, dreimal jede Woche. Bis, ich weiß nicht wann, bis ja, also 1993, 94 bin ich in ein Großinstitut gegangen, auch eine Prüfung gemacht und es war wirklich schwierig für die Leute, aber ja, ich habe Erfahrung 20 Jahre oder so. Also habe ich einen Diplom mit Hut, also Spielen und Unterrichten. Das war wirklich ein schöner Schritt für mich. Dann, ja, also ab 1998 bis 2011 war wirklich, also viele, viele, viele Auftritte. Bin ich auch also Libanon gesucht, Tunesien gesucht, Jordanien gesucht, Türkei. Ich war also jede Woche, ich musste nach Libanon fahren, nach Beirut. Ich habe Auftritt dort. Bis 2003, dann war einer, lass uns sehen, die hohe Punkte. 2003 bis 2008, ich habe mindestens 3 Auftritte jeden Tag. Von 11 oder 12. 12 muss ich rausgehen, bis 6 oder 6:30 in der Früh nächsten Tag. Und das ist meine Frau. Sie hatte diese Erfahrung, ja, sie war bei mir. Ja, ich spiele, weil es gibt ein Restaurant zum Beispiel und wir spielen also von 3 bis 6. Dann muss ich zum anderen Auftritt fahren, eine Hochzeit. Bis 11:30, dann zu einem Nightclub, bis 6 Uhr. Das war. Jeden Tag. Ich habe immer meine Kleidung, also 2 Anzüge mit, dem Auto. Und dann, wenn ich ein Restaurant erreiche, ich mache einen kleinen Dusch und dann sofort auf die Bühne. Und so. 5 Jahre waren so. Darum bin ich so müde und hier ist ein bisschen schwarz. Ja, ja, das war. Dann ja, habe ich eine kleine Firma gegründet, vor Gebäude oder so, ja. Und bis 2010, es war eine Katastrophe, ich habe alle mein Geld verloren. Also, es war nicht mein Fehler. Der Fehler war von die Leute, die mit mir arbeiten, also 2 Ingenieure oder 3 und 50 oder 60 Mitarbeiter. Und ich habe keine Zeit, ich muss immer fahren und spielen. Und wenn der Ingenieur braucht Geld, ja, schickt mir 100.000 oder 200.000 oder so. Und dann ich rufe meine Frau an, gibt der Ingenieur 500 oder so. Und dann sie haben alle Geld genommen und ich habe mein Geld genommen. Das war Katastrophe. Aber es war der Grund, dass ich irgendwo fahre. Und bin ich nach Österreich gekommen, also Ende 2011, im Oktober, November, Oktober. Dann
Die ersten 2-3 Monate habe ich keine Araber hier gesehen. Ich habe nur Englischsprache benutzt. Bis zum 2 Jahren. Dann habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und also, die schwierigen Punkte. Ich bin hier gekommen am November 2000 oder Oktober 2011. Ich habe die erste Araber im Februar 2012 getroffen. Und er ist ein Musiker. Ich habe viel auf Internet gesucht, ja. Es gibt ein paar, aber niemand hat mich antworten. Dann dieser hat mich geantwortet und sagt, ja, lass uns im Wiesbadenhof treffen. Ja, aber wo ist Wiesbadenhof? Ich kenne nicht, wo ist Wiesbadenhof. Wirklich. Und ja, wir haben uns getroffen. Er hat mein Hand gegeben. Und ich bin mit ihm nach seinem Haus gegangen, habe ich den Hund gesehen. Ja, habe ich geweint. Wirklich. Es war so schwer für mich, diese Sehnsucht vor Instrumente. Habe ich den Hund so gemacht. Oh mein Gott. Ich wusste, ja. So. Ja, schau, was gibt Neues? Nichts. Ich habe so lange einen Hund nicht gesehen. Und habe ich angefangen, das zu spielen. Oh mein Gott. Du bist ein Profi. Also ich habe ganz 8 Monate kein Hut gesehen. Ja? Und meine Finger sind... Aber er hat gesagt, dass du bist ein Profi. Ich habe gesagt, ja, aber schau, jetzt. Mein Finger ist wie Iron, ja. Ich kann nicht mehr gut bewegen. Und dann habe ich diese Freundschaft angefangen bis jetzt. Er ist mein bester Freund. Und wir treffen manchmal, ja, er sagt, dass er spielt gut oder spielt viele Instrumente, aber Fakt ist, ja, er ist alt, circa 70 Jahre alt oder 65 oder so. Und er hat auch also spät Musik gelernt, er war 40 Jahre alt, also das ist so schwierig. Das war meine Weg von Syrien nach Österreich. In Österreich, ich habe in einem Restaurant ein bisschen gespielt, 2-3 Mal, und es war wirklich gut, die Werbung für mich. Ich habe nicht gemacht, sondern ein paar Leute waren dort und sie haben gesagt, das kommt ein Profi-Spieler zum, es war Caron-Restaurant, ja. Und wirklich viele, viele Leute, nur mich zu sehen, wie kann ich spielen, weil es gibt niemand hier, kann gut spielen. Und dann habe ich mit Salam Orient einmal gespielt. Und dann ist es so schwierig mit Arabern zu arbeiten, weil also die Leute, die sind da, also sie haben Musik später gelernt. Es gibt keine Profi, kein Mann mitspielen. Dann habe ich eine kleine Band gegründet und wir haben ein Konzert über andalusische Musik und Tanz gemacht. Das war 2015. Und war wirklich schwierig, weil ja, ich bin die Einzige, die hat alles organisiert. Ja, die Programme und Proben und Zahlen und auch die Kleidung. Bin ich nach der Türkei gefahren, die Kleidung mitgebracht oder gekauft. Und dann, ja, ich habe gut geschafft, 110 also, Gäste. Es war, ja, wirklich, es war ein guter Schritt für mich. Dann habe ich Vienna Arab Talent gegründet, Vienna Arab Talent ist wie The Voice oder das war 2016 und habe ich ja 30-40% gut geschafft. Dann habe ich ein anderes Konzert über einen sehr berühmten arabischen Sänger, heißt Abdul Halim, und die Christine war dort. Es war auch, ja, nicht wie ich müsste, aber es war schön. Und jetzt, ja, habe ich auch ein paar Seminare, aber auf Arabisch gesprochen. Und das ist das erste Mal, ich erzähle über meine Musik, über meine Erfahrung auf Deutsch. Und habe ich Angst gehabt, wirklich. Aber ja, man braucht nicht viel zu erklären, wenn er ein großes Gefühl hat. Ja, das war
Und habe ich hier auch angefangen, Hunger zu unterrichten. Und habe ich gut geschafft. Ich habe viele Schüler. Es war normal, ja, Araber zu mir zu kommen. Dann die Österreicher oder die europäischen Leute haben was über mich gehört und dann telefoniert. Und dann habe ich wirklich, also viele Schüler, Gott sei Dank. Ich habe einen besonderen Schüler, er kommt aus Kärnten, er kommt zu mir jeden Monat, Samstag oder Sonntag, ja, 4 oder 5 Stunden hin und so. Also 10 Stunden fahren, nur vor 2 Stunden mit mir zu verbringen. Das wirklich freut mich sehr. Ich mache das gratis für ihn, weil er zahlt 100 Euro, die Fahrticket. Ja? Und ja, bin ich jetzt also als Gutlehrer. Ich habe auch einen Kurs gebietet im VHS. Ich habe auch Erfahrung mit Rhythmus, mit der Buka, unser Hauptrhythmus. Habe ich auch ein paar Kurse gemacht von der Buka, aber ja, es ist für mich ist nicht wie gut. Gut ist es wirklich mein Ziel, ja. Und das war eins. Die zweite Sache, die wichtige Sache, die Musiker und Künstler. Das hängt auf meine Erfahrung. Wer ist Musiker? Wer ist Künstler? Bin ich Künstler oder Musiker? Ja, lass uns diese Frage fragen. Wer kann Musiker sein? Viele. Oder jeder kann Musiker sein. Er geht in ein Institut, lernt was, Noten, Tonleiter, Instrument zu benutzen, ist Musiker. Ja? Wenn ich ein Stück habe, ja, ich spiele das. Das ist Musiker. Aber wer ist Künstler? Künstler ist die einzige, kann zwischen Noten sehen. Ich habe die hier Noten, ja, aber ich spiele was anderes. Oder ich kann die Noten schreiben, also komponieren. Wenn wir in einer Institut sind oder einer Musikschule oder wir sind zum Beispiel jetzt 15 oder 20 Leute, alle von uns kennen viele, ja, wir können so. Aber gibt manchmal einer oder zwei, es ist besonders. Sie können was anderes machen, nicht wie normal. Zum Beispiel, mein Sohn, er spielt gut und er hat Klavier hier gelernt und Gitarre und. Und er ist der Einzige in seiner Klasse, kann was anderes machen, wie die normalen Schüler machen. Und der Musiklehrer hat mir viel mal gefragt, was geht besonders mit Ali? Mein Sohn weiß Ali, ja? Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass als meine Frau schwanger war, ja, wenn er Musik hört, ein besonderes Musik, ja? Ja, kann man sehen hier, Bauch, so. Wirklich, sie ist da. Ja? Wenn ich etwas spiele, welches er mag, als er im Bauch war, ja? Er macht diese Bewegung. Ja? Das, was kann er erklären. Und bis jetzt. Er spielt mit der Schulband, also er spielt Gitarre und Klavier und er singt und er spielt Oud und Trommeln und. Das ist. Ich weiß nicht, ob er ein Künstler ist oder nicht. Bis jetzt, ja, er hat dieses Gefühl, wenn er was schön hört, was er mag, ja, er weint auch wie ich, ja. Das gibt mir ein Gefühl, dass, okay, schau mal so. Aber okay, ich höre Musik, ich habe. Das ist der Unterschied zwischen Musiker und Künstler. Künstler
Wir können viele Künstler finden, sie haben keine Musik, keine, sie können nicht keine Noten also lesen oder keine Tonleiter, sie spielen einfach so. Aber kann man hören? Mein Gott, was ist das? Ja? Zum Beispiel, wir haben einen sehr bekannten Gutspieler, der Sänger heißt Farid Atrash, ist Nummer 1, er war, ja, er ist um ca. 1976 gestorben, er kann keine Noten. Okay, er kann kein Makam, also kein Tonleiter. Er zahlt immer, wenn er ein neues Lied hat, ja, er spielt das und er geht immer zu einer, also Musiker, und bitte kannst du die Noten schreiben für das, und er zahlt ihm 6 Guinea, also Guinea, diese ägyptische Geld, ja, aber er kann kein Noten, er kann kein Musikleiter und so, so. Er ist ein Künstler. Ja? Und es gibt viele, haben 4 oder 5 Jahre oder 10 Jahre Musik studiert und sie bleiben, vielleicht sie haben keinen Auftritt jedes Jahr einmal oder so. Oder sie arbeiten mit einem Band. Das ist Asma, das so macht. Meine Kollegin, Asma. Ah, okay. Aber vielleicht gibt ein Tor von hier. Haki oder irgendwas so was. Bitte schon. Asma Tala und was ist das? Meine Kollegen, mein Freund, verstehen. Komm, 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 komm. Hallo. Asmat ist mein Kollege, er spielt Bouzouki und er ist mein Freund. Ja, und freut mich sehr, dass er heute kam und war. Ich habe über einer erzählt, ja. Und das ist das Zweite. Er ist ein berühmter Bouzouki-Spieler. Aber nicht berühmt. Naja, und er hat mir viel, viel geholfen. Also wir haben so viel Mal gespielt und sagt, Rafat, geh spielen. Die Leute kennen mich, aber sie kennen dich nicht. Also geh spielen. Ich bleibe hier, aber du musst spielen. Ja? Du bist die Profi. Ja? Und er unterstützt mich immer, immer bis jetzt. Danke. Umgekehrt, ebenfalls. Dankeschön. Danke, ebenfalls. Bis jetzt, ich glaube, lass uns was über Oud erzählen. Ja, wir haben jetzt 2 Themen. Wer ist Rafat Al-Shimali? Fertig? Und was ist der Unterschied zwischen Musiker und Künstler? Das ist auch fertig. Und jetzt Oud. Was ist Oud? Oud ist ein Holzinstrument. Ein sehr, sehr altes Instrument. Also ein paar 1000 Jahre, 3, 4, 5000 Jahre, ja. Es gibt, also, Wein ist die Hauptinstrument in den arabischen Ländern und in der Türkei. Und jeder sagt, ja, das ist unser Instrument. Die Persisch sagen, ja schau, Oud ist unser Instrument, ist so alt und, ja. Und die Araber auch sagen, die Iraker, und die Ägyptische auch. Ägypter sagen, nein, das ist unsere. Das ist von Pharaon oder. Und Türkische, ja, das ist unsere Instrument. Fakt ist, jedes hat Recht zu sagen. Weil Oud war wirklich in Persien, also vor 3000 oder 4000 Jahren. Und sie haben auch was gefunden in Pyramid, also in Ägypten, auch 4000, 5000 Jahren. Und in Irak
auch gibt mit einer Aschur oder Babel oder diese Sache, ja, ich weiß nicht, was bedeutet oder was heißt genau, aber die drei Leute haben Recht, das zu sagen, das ist unser Instrument. 100% ist es kein türkische, weil, lass uns ein bisschen zur Vergangenheit fahren. Was ist die Türkei? Ja, woher kommen die türkischen Leute? Und. Dann wir können sehen, dass es gibt keine Türkei, also keine türkische Kultur vor, also das Jahr 1500. Die sind in 1500 nach unseren Ländern gekommen und sie haben unsere Kultur genommen und ein bisschen, also viel verbessern, wie sie müssten. Und dann hat angefangen. Also die türkische Makam, es ist ein Teil von arabischem Makam. Sie haben kein traditionell, das ist unser Makam, überhaupt, das ist unsere 100%. Ja? Also, und es ist ein sehr altes Instrument. Und es gibt eine Theorie, dass Oud war drei Seiten, dann vier Seiten, dann fünf Seiten, dann sechs Seiten, dann sieben, dann acht, dann. Aber normal gut ist vier Seiten. Im Jahr, also 1230, circa, ja, Oud hat guten Platz genommen, also in Khalifa, als die Khalifa Harun Rashid war, diese Muslimenchef. In 1230 gibt viele Musiker in dieser Zeit und Oud hat also gute Platz gehabt. Alle möchten Oud lernen, alle möchten auch Oud sehen und war vier Seiten. Nach 200 Jahren, also circa, das uns 1400. Dann kommt die fünfte Seite bis ja circa also 1950 oder so kommt die sechste Seite. Die alte Oud mit vier Seiten war ein normal Oud. Dann kommt ein Oud mit fünf Seiten, eine also super Oud. Das, ja, das heißt so. Und die sechs Seiten jetzt auch, es ist sehr super gut. Jetzt, Oud, wo ist Oud? Wo ist die Noten von Oud? Es ist in die Mitte. Es ist kein Hoch oder kein Tief. Es ist kein Bass. Okay? Und kein Violin. Es ist in die Mitte. Darum haben die Leute mehrere Seiten, also extra gestellt. Zum Beispiel mein Oud. Lass uns was erklären. Er hat diese jetzt, mein Oud hat 5 plus 1, also 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Welche die hohe Note brauche, mach die 6 von hier, also hoch. Welche tief, mach ein 6 von hier. Gibt jemand, braucht beide. Also macht eine neue. Hoch, eine neue Tief. Dann wir haben noch 7 Seiten. Okay? Aber die Hauptseiten sind 5. F. A. D. G. Und C. Das ist 5 Seiten, die Haupt 5 Seiten war gut, ja? Wir haben noch F hoch oder C tief. Okay? Gibt zweite oder zwei Modelle. F mit F oder C mit C. Zwei Modelle, ja?
Die Iraker benutzen und Türke auch, türkische benutzen CC, also Tief. Aber Syrien, Libanon, Ägypten, Marokko und benutzen normal F. Das ist. Und das Holz ist auch wichtig. Kann man von jedem Holz gut machen. Aber die beste ist Nussholz. Hier. Und Fichte Holz hier. Das muss hier so leicht sein. Kann man so machen und schneiden. Ja? Hier muss so hart, aber hier so leicht. Und andere Sache, dass sie von hier bis hier gibt auch verschiedene. Also zwei, drei Möglichkeiten. Kann man 58 cm, 59,5 und 61. Das sind drei Modelle. Für die Leute, also sie haben einen Großkörper, können 61 benutzen, aber die Kleinen auch für Mädchen und Frauen, sie können 58 benutzen. Aber es ist die gleiche immer. Lass uns jetzt was spielen. Auf und, ja? Es ist nicht wichtig, auch kann man ohne Blechdruck spielen. Schau. Okay. Gehört schon dazu, oder? Es war auch, das, also wir können auch noch einmal zur Vergangenheit gehen. Blechdruck war auch von Holz, also im Jahr 1230 oder 40. War Holz so hart, dann war ein Fies von Igel. Okay, oder Adler oder so. Und dann kommt Nylon. Jetzt ist es Nylon.
Aber es gibt auch viele, viele Möglichkeiten. Kann man auch eine leichte finden oder eine starke finden und. Und es ist, ja, es gibt was, also nicht was Besonderes, kann man jedes Stück benutzen. Ja? Es ist nicht gut für Saiten, aber manchmal kann man auch das benutzen. Ich habe vielmals, also meine Lichtung, das heißt Risha auf Arabisch, ja? Risha. Habe ich vielmals also vergessen, weil ich bin, wie ehrlich bin, und dann ich benutze ein Kleinpapier, so, oder was von meiner Zigarettenpaket, ja, oder finde ich jetzt einer von einer Sackerl, ein Plastiksackerl, ja, es ist nicht wichtig, aber muss man auch, also wie, was ich brauche, stark oder leicht oder in die Mitte oder so, das ist in die Mitte, also nicht stark und auch nicht, nicht leicht. Gut. Hallo, noch einmal. Ich hoffe, meine Sprache ist nicht so schlecht, ne? Dass Sie kann hier gut verstehen. Ja, bevor wir mit Tonleiter anfangen, ich muss etwas sagen. Wie gut nach Europa gekommen? Das ist eine Frage, ja? Und was hat Ud aufgemacht in Europa? In diesem Jahr, wie Sie Harun Rashid, die Khalifa, also 1220, 30, 40, er hat einen Musiker immer mit. Dieser Musiker heißt Ibrahim al-Musalli. Ibrahim al-Musalli ist der Vater von unserem Maqam. Er hat 5 Maqam gegründet oder 6. Und der Ibrahim hat einen Schüler. Der Schüler heißt Ziryab. Ziryab war ein guter und ein schlechter Schüler. Er hat gut gelernt. Und der Ibrahim hat ihm zu Khalifa präsentiert, dass schau, das ist mein Schüler, Ziryab, er kann gut spielen und. Dann Ziryab hat ein bisschen gespielt und das gefällt der Khalifa auch. Der Ziryab hat auch die Frau von Khalifa kennengelernt und er hat ein besonderes Stück komponiert und gespielt. Dieses Stück heißt Tanzen von meiner Oma. Ja, weil die Frau von Khalifa sagen Oma, also oder Sit. Auf Arabisch heißt Madame oder meine Madame, ja, auf Französisch oder Englisch. Und denn die Khalifa hat Ziryab geliebt als Musiker. Und er fragt immer, kommt Ziryab, kommt Ziryab, kommt Ziryab. Und dann Ibrahim, der Lehrer, hat Problem, ist nicht mehr ein Freund von Khalifa. Und dann hat er Ziryab gesagt, ja, diese Platz ist nur für einen, ich oder du. Und ich gebe dich nicht meinen Platz. Also du musst wegfahren oder dorthin. Dann Ziryab hat seinen Hut genommen und nach Marokko gefahren und dann nach Spanien, Andalusien. Das war das erste Mal, wo er nach Europa gekommen ist. Und er hat dort auch mit Khalifa dort gespielt und dann kommt weiter bis Laute. Also, Laute ist ein Ud, aber die Europäische hat was sie möchten, gemacht haben. Ja? Ich musste, wie habe ich gesagt, das ist C. Und C oder F und F. Und wenn ich was Besonderes brauche, mache ich alleine. Und die Europäische haben die Laute aufgebaut, also die gleiche U-System, mit hier ist ein bisschen bereit und viele mehrere Seiten. Das war das erste Schritt nach Europa, vor Ud. Ja? Jetzt, was Ibrahim hat gegründet. Maqam,
Makam ist ein Tonleiter, also C bis C oder D bis D oder. Und wir haben eine, also sieben Hauptmakame. Auf Arabisch, lass uns erzählen, also Rast, Hauptmakam, Hauptarabisch Makam. Dann kommt Bayat, zum Beispiel, Hijaz, Saba, Nahawand, Ajam. Ich schreibe jetzt auf den Tafel. Und, ja, ich weiß, es ist so schwer. Und Ziga. Das war sieben. Und wenn Ud nach Europa gekommen, kommt die achte, heißt Kurd. Kurd ist ein Fremde. Ja, Fremde ist nicht unsere, aber ja, wir müssen das akzeptieren. Lass mich was schreiben jetzt. Ist okay so, ja? Rast. Bayad. Saba. Und Hijaz. Nahawand. Ajam. Sika und 8, 4 Kurt Rast, Bayat, Saba, Hijaz, Nahawan, Ajan, Sika, Kurt. Die Hauptarabisch-Makam ist Rast. Und Rast bedeutet also geradeaus. Das ist eine Linie, es ist ganz, ja, fix und ganz sicher. Und jedes Maqam hat was Besonderes, hat was, also andere Gefühl. Und jeder Maqam kann was erklären. Also, wenn ich Rast spiele, das bin ich jetzt sicher. Ich muss die Spannung machen. Bayat ist auch glückliche Makam. Es gibt immer glücklich. Saba, traurig. Hijaz, abschieden. Ciao. Und Nahawand, also Nahawand, es ist normal, also was muss Minor sagen. C minor oder F minor oder so. Er bedeutet auch ein sehr tief traurig, ja. Man hat dieses Gefühl hier, aber man kann nicht auf dem Gesicht sehen. Ja, wenn zum Beispiel ich habe mein Geld verloren, ja. 20 Millionen und 30 Millionen. Man sieht das nicht auf mein Gesicht, aber das bleibt drin, in mir. Okay? Ja, ich bin traurig, weil ich habe
nicht gut gegessen, nicht gut geschlafen oder. Das kann man auf dem Sicht sehen. Aber Nahrung ist sehr tief drin. Ja? Ajam ist also Major, C-Major oder so. Es ist gut für, also braucht man kein erklären, was die Ajam. Es ist für Staat, für also Krieg, diese Musik auch machen. Siga, es ist ein besonderes Makam vor. Wie heißt Desert auf Deutsch? Ja, auf, ich weiß nicht, was heißt auf Deutsch. Aber es ist also Durst, Hunger. Ich bin in einem Platz, ich weiß nicht, wo bin ich, okay? Alles ist dunkel. Das ist Sega und Kurd. Kurd. Das ist Bayat, aber auf Englisch oder Deutsch. Ja? Wir haben zwischen Bayat und Kurd nur einen kleinen Unterschied. Ja? Ich erkläre das. Lass mich jetzt ein bisschen spielen von jedes Makam. Und auch, seid ihr fertig vom Schreiben? Okay. Es ist so, Rast. Fang von C bis C. So, hier ein Ganzton, drei Viertel, ganz. Hier, wir fangen von D an. Also drei Viertel, das Anfangen ist sehr wichtig. Drei Viertel, dann eins. Drei Viertel, hier eins, drei Viertel. Unterschied zwischen Bayat und Rast.
Schauen. Wir haben die gleiche Noten, die gleiche Auszeichnung hier. Okay, aber die Hauptnote ist die wichtige. Rast, C. Das war Rast. Bayard, wir fangen von D an. Zwischen Bayard und Rast ist die Anfang. Hier, wir fangen mit einem ganzen Ton. Hier, wir fangen mit drei Viertel, dann drei Viertel. Okay? Schauen Sie. Die gleiche hier, auch hier von C, hier von D. Dann sauber. Auf G, Kreuz, E ist ein Hals und H ein ganz B. Wir fangen auch von D an. Auch kann man von G spielen, aber man muss das beachten. Drei Viertel. Erst, dann so. So, D, Mi. Drei Viertel. Eins. Aber vor der Hand. Saba. Diese traurige Makam, ja? Wir haben zwei Möglichkeiten. Also ein Normal, C, Minor und noch was anderes. Da, da. Da haben wir. C bis C. Das eine Möglichkeit
Und die andere Möglichkeit ist so. E und so S. Das S ist nun mal Minor, ja? Also um D Major, Ajan. Das normal. Wisst ihr, es gibt nichts was Besonderes. Von D bis D. E, D, F, Kreuz, H, auf D. Mm-hmm.
Bis. Die einzige fängt mit also Viertelton.
Was ist zwischen Beat und Kurt? Das ist, das habe ich dir gesagt und auch gesagt. Beat war, also, hier ist, also, halb B, aber Kurt ist ein ganz B. Hier, das ist ein Dreiviertel. Mit Kurt ist ein ganz. Schau, Beat und Kurt, nur drei Noten. Beat. Okay? Also hier, drei Viertel, drei Viertel. Das ist Beat und dann ein Ganz. Also, das ist Beat und das ist Kurt. Schau, lass uns ein bisschen Kurt. Kurt. Beat. Nur hier ein Zentimeter zwischen. Also. Ganz B und Hals B. Das ist der Unterschied zwischen Beat und Kurt. Als Sirjab nach Spanien gekommen, er hat Beat gespielt, aber die Leute hier können nicht gut verstehen oder hören, was heißt die Dreiviertelton. Darum haben sie so gespielt. Dann kommt Kurt. Kurt. Beat. Das war die 8 Arabisch Maqam. Ich habe euch erzählt, es gibt auch einen Unterschied zwischen unserer Musik als Araber und die türkische Musik und die persische Musik. Ja? Wo kann man diesen Unterschied finden? Fertig. Jetzt erzähle ich wie Mathematik. Das ist die also, Hochzeiten ist immer 2. Zum Beispiel 2F. Okay, oder 2C oder 2G. Wir wissen, dass das erste Ton ist ein Neuntel von den Seiten. Zum Beispiel, das ist von hier bis dort ist 90 cm. Das erste Ton ist ein Neuntel. Also, das muss ich sagen, das ist 1, 2, 3, 4. Okay, wir nehmen das. Das erste Ton. Zum Beispiel D, E. D, E. Okay? Von hier bis hier ist ein Neuntel. Okay? Gut, das ist das erste. Das zweite ist auch ein Neuntel. Aber von hier. Okay? Das ist. Ich erkläre jetzt zwischen unserer Musik und der türkischen und persischen. Wir nehmen diese. Diese Teil, okay? Von hier bis hier. In die ganz in die Mitte ist normal B. Ja?
Aber wir haben ein halbes B. Aber diese halbes B ist der Unterschied zwischen uns. Normalerweise muss hier sein. In ganz in die Mitte. Okay? Auch wir müssen das teilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf ein Neuntel. Ein Neuntel von diese heißt Komma. Wenn wir D, E. Okay? Wir nehmen dies von hier bis hier. Und wir müssen das auch 9 Teil machen. Okay? Also von hier bis hier. Das ist D, das ist E. Normal B in die Mitte. Also, wenn von hier bis hier ist 10 cm, B muss auf 55. Halb. Das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, hier in die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Also ein halbes B. Gut, das auf Arabisch. Hier ein ganz B. Okay, hier D, E, normal E. Gut, E, E, B, also das. Gut, die halbe B muss sein in die Mitte. Also 1, 2, 3, 4, Komma. Und dann 1, 2, 3, 4, Komma. Auf die türkische Style. B, also halbes B ist nicht in die Mitte, sondern ist 2, höher. Hier. Ich erkläre ein bisschen. Das ist D. Das ist E. Unsere, also arabische, halbes B muss hier sein. Das ist ganz in die Mitte, zwischen normal E und E, B. Das ist arabisch. Türkisch ist mehr höher. Ja. Das, ja? 2, Komma ist ein Neuntel. Okay? Persische ist 2, tiefer. Ja, ist nicht ganz B, sondern also, und nicht ganz, also halbes B, sondern hier, in die Mitte, zwischen. Das ist normal, arabische. Halbes B, das türkische. Halbes B, das ist persische halbes B. Das ist. Und auch mit allen Noten, also wenn auch, also H haben. Wenn diese auf H hier zum Beispiel. Okay? Arabische Viertelton ist in die Mitte zwischen normal und ein ganzen B. Ganz in die Mitte, also 4,5 Komma. Türkische ist 2 Komma. Höher. Persische ist, also, das ist hier 2 höher,
Und persische, zwei, tiefer. Mit allem? Ja. Wenn wir zum Beispiel A haben. Auch gleiche. Das ist arabische A. Türkische und persische. Das ist der Unterschied zwischen unserer Musik. Gut. Das ist unsere Makam. Die letzte Sache möchte ich auch bitten. Also wie kann man von einem Makam zum anderen Makam gehen? Auf Arabisch kann man viele Makam zusammen spielen. Aber muss immer von erste Makam spielen, am Ende sein. Wenn ich zum Beispiel mit Rast anfange, ich muss auch am Ende zum Rast zurückgehen. Ich spiele jetzt nur ein kleines Stück von jedem Makam, ja? Das ist Rast. Rast Bayat. Also die acht Makamen zusammen, von einer zum die nächste bis sieben Makamen und dann zurück zum Rast. Thank you.
Ich glaube, bin ich jetzt fertig und ich warte auf eure Fragen. Wenn jemand eine Frage hat, bitte deutlich und helft mich auch, was zu verstehen. Ja? Es war eine Reise nach Orient mit Ud und wir die Arash Makam, ja? Ja, bitte schön. Was haben Sie in der ersten Zeit gemacht, als Sie in Wien gekommen sind? Sie meinten, Sie haben bis ein Jahr später, Sie haben nicht gespielt. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht? Ich war in Niederösterreich, in einem kleinen Heim, okay? Und habe ich ja ein paar Österreicher getroffen. Habe ich auch was gelernt von dieser Kultur, ja, diese Österreicher zum Beispiel. Ich habe jemanden kennengelernt und wir sind so schnell Freunde. Und dann, ich habe ihm einmal um ca. 9 Uhr am Abend angerufen, aber er hat nicht geantwortet. Und dann, ich bekam böse und ja, warum hat er nicht angeworben? Und dann vierten Tag, er hat mich nicht angerufen. Und ich dachte, was passiert? Und dann habe ich ihn getroffen. Ich habe ihn gefragt, also, Volbert, ich habe dich angerufen, also vor 4, 5 Tagen und du hast nicht geantwortet. Ja, aber ich habe gedacht, dass wir sind Freunde und wir können immer also Kontakt machen, telefonieren. Und sagt, ja, wir sind Freunde. Und du darfst immer mich anrufen, aber ich antworte, wenn ich kann. Also ich mache meine Handy um 8 Uhr lautlos, ja, ich antworte niemandem. Und das war die erste, ja, erste Schock. Ja, wir sind in Syrien, ja, um 2 Uhr in der Früh. Hallo, guten Morgen, was machst du? Kommst du hier? Ja, ja, wirklich so um 2 Uhr oder 3 Uhr in der Früh. Ja, wir suchen jemanden oder jemand kommt zu uns besuchen. Aber ja, habe ich gelernt, dass wenn ich mit Österreicher arbeite oder so, bis 8 Uhr, und Christine weiß das. Ja? Aber mit Araber, es gibt kein Problem. Also es war nur ein paar Kontakte mit Österreicher, Österreicherin. Und habe ich versucht, also jemanden zu finden. Aber es war wirklich schwer. Ja, das war. Und der Volker hat versucht, einen Ud also von mir zu finden. Aber er hat nicht geschafft. Aber es ist gut, ja. Bitte. Ich habe ein paar Fragen. Ich bin auch Ausländer, dann mein Deutsch ist schön. Okay. Ja, bitte. Besser von mich. Sie haben über diesen Ud-Spieler, der keiner Noten lesen kann. Ja. Wie heißt der nochmal? Farid El-Atrash. Al-Atrash. Okay. شو يعني أطرش بالألماني؟ كتبوه بالعربي هو بيلا. لحظة. شو يعني أطرش؟ أطرش أصل تعب wenn nicht sprechen kann. أطرش إذا كان nicht hören. Also. أصل أطرش يعني nicht. أطرش. فريد ist ein Name. Aber Atrash ist ein Adjektiv. Ja. Ja, wenn blind zum Beispiel. Und er kann nicht hören. Er ist ein Großmusiker. Er hört natürlich, aber der Name ist so. Ja. Er ist ein Syrer. Aber er ist nach Ägypten gefahren und dort gewohnt. Hier kann man A oder I schreiben. Also. Ja. Al-Atrash oder El-Atrash? Mhm. Ich hätte noch eine andere Frage. Ja, bitte. Ich interessiere mich für elektronische Musik. Noch einmal bitte. Ich mag elektronische Musik. Okay. Und ich kenne diesen Musiker aus Syrien, der Omar Soleiman heißt. Kennen Sie ihn?
Und ja, er hat viel bei Hochzeitung gespielt, aber jetzt ist er in Europa sehr bekannt, sehr berühmt. Mhm. Er macht viele Konzerte. Meine Frage ist, wie ist die Musikszene jetzt in Siegen? Meine ich Popmusik oder so? Schau, das hat um ca. 1990 angefangen. Diese Popmusik, Rapmusik. Mhm. Vorher es war nicht so, weil die Welt war geschlossen. Und jetzt mit Internet und mit YouTube und, das hilft viele, viele Musiker, also Kontakt zu machen oder was Neues hören. Mhm. Also, aber vor 1990 kann man nicht was Moderne also hören oder finden. Mhm. Aber jetzt fängt an, also ab 1995, ja, jetzt die Syrer fängt an mit Rap, mit Pop, mit vielen Sachen. Wie machen Sie das? Gibt es eine westliche Beeinflussung? Okay, Sie machen das. Es ist nicht so berühmt, mhm. Ja. Man kann in einem 5-Sterne-Hotel finden. Ein paar, ja, aber es gibt keine Feste vor diesen Sachen bis jetzt, okay, ich weiß nicht, vielleicht in Zukunft, weil unsere traditionelle Musik, unsere Volksmusik ist so, so groß, ich glaube, man braucht es nicht, oder, ja, man braucht nicht diese moderne Musik. Das ich glaube. Ja. Zum Beispiel dieser Musiker, Soleman, ja. Er spielt Dabka, sagt man das? Dabka? Ja. Darbaka. Dabka ist ein Tanz. Ja, aber mit elektronischer Musik. Er benutzt beide. Wie heißt er? Omar Soleman. Okay. Omar Soleman ist... okay. Kennst du ihn persönlich? Nein. Hörst du was von ihm? Ja. Wie war? Cool. Okay, wann hat er das angefangen? Keine Ahnung, aber dann ich habe... Ja, das vor 5 oder 6 Jahren. Okay, er singt, also die Melodie ist ganz, ganz alt. Ist ansonsten traditionell, aber er macht das Neue mit Elektronik, mit Keyboard und mit diesen Sachen. Ja, aber die Melodie ist sehr alt. Er benutzt nur das, okay, Keyboard und ciao, da. Aber Melodie, es ist alt. Ja. Und ich glaube, das gefällt uns nicht. Okay. Darum, er ist ein Berühmter, ja? Er ist international. Ja. Aber er hat keine Chance, also er kann vielleicht ein Jahr irgendwo auftreten. Aber das bleibt nicht, weil das nicht unsere Kultur ist. Okay. Ja? Bitte. Haben Sie sich schon mal überlegt, mit der UNT quasi europäische Musik zu spielen? Habe ich. Also viele, dann ist viele Paar. Deutscher Lied gespielt, ein Österreicher, Tschechenisch, Afghanisch, habe ich viel. Ja, UNT kann alles machen. Aber muss man erst hören, in dieses Gefühl reingehen, ja? Wenn ich ein persisches Stück spiele, es ist ein anderes Gefühl wie unser Stück als Araber, ja? Ich habe zum Beispiel diese Durchschau Lied. Heute ist der schönste Tag. Kennt ihr dieses Lied? Okay. Ich habe so gespielt. Heute ist der schönste Tag. Ja? Ich spiele manchmal viele, also nicht arabische, sondern viele Sprachen und viele. Ich habe nur ein Problem mit einem Rhythmus,
gibt viel Rhythmus, ja? Also drei Viertel oder vier Viertel oder fünf Viertel. Ich habe ein Problem mit einem Rhythmus, heißt Schuss Muriel Katerbach und Georgina. Diesen Rhythmus kann ich nicht spielen. Ja? Es ist ein traditioneller irakischer oder kurdischer Rhythmus. Und benutzen diesen Rhythmus auch in Afghanistan und in Iran. Ja? Aber ich tue die nicht. Bis jetzt, ich probe immer, ich versuche ein Stück zu spielen auf diesen Rhythmus. Bis jetzt habe ich nicht geschafft. Wie heißt das? Rhythmus heißt Georgina. Georgina. Georgina ist eine Frau. Ja? Überall heißt es Georgina oder gibt es verschiedene Namen? Ja, es ist Georgina, es ja, ist irakischer Rhythmus. Mhm. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man andere Style spielt, egal welcher Style, moderne oder Klassiker. Was? Ja, bitte. Warum wollte Ihr Vater nicht, dass Sie jetzt Musiker werden? Weil es ist nicht angesehen sozusagen, es ist nicht... Musiker zu sein in Syrien ist nicht angesehen, sozusagen. Es ist nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Noch einmal. Okay. Bitte. Entschuldige. Warum wollte Ihr Vater nicht, dass Sie Musiker werden? Ist es nicht irgendwie. Es ist kein guter Job. Musiker ist keine Zukunft. Ja? Alle Musiker in Syrien haben einen anderen Job. Weil man kann nicht mit. Vorher, jetzt ja, aber vorher war es so schwer, mit Musik zu leben. Ja? Ist nicht genug Geld. Also muss man was studieren, einen Job finden und daneben ist also Musik oder Kunst. Aber Musik ist nicht genug. Ja, mein Vater wollte ich ein Doktor sein oder ein Ingenieur oder so. Ja, aber das hat er nicht geschafft. Wie ist jetzt die Musikszene in Syrien? Hast du noch viel Kontakt zu Musikern? Nein. Na, wirklich nein. Weil jetzt ist was anderes, ja. Das Krieg dort macht viele Katastrophen, ja, und sie glauben dort, dass wenn ich oder jemand in Europa ist, das ist ein Reich, okay, er kann alles machen und er kann alles bezahlen und. Wenn ich jemanden anrufen dort, ja, kannst du mir bitte 100 Euro schicken, weil ich habe jetzt kein Geld. Wenn ich ja sage, ich muss 1000 schicken. Wenn nein, ja schau. Er ist in Europa jetzt und er ist so groß und er mag mit uns nicht mehr telefonieren. Also darum, ich habe keinen Kontakt. Also ein paar, ein oder zwei. Aber nein. Schade. Ja? Was noch? Bitte. Manchmal auf Hochzeiten spielen und danach auch in einem Nachtclub, oder? Und ja. Was hast du da gespielt? Auch also ich nehme an, Volksmusik hast du auf der Hochzeit gespielt, oder? Traditionelle Volksmusik? Oder auch Kunstmusik oder klassische Musik? Oder was hast du da gespielt? Ja, vor 1990 war es schwieriger, weil wir mussten ein Programm spielen. Okay, wir müssen so viel proben, immer. Okay? Ja. Weil es gibt wirklich ein bestimmtes Programm von Onkel Zum oder Feyruz oder Abdul Halim, das ist sehr berühmte, also arabische Sänger. Wir müssen die Programm also vorbereiten. Ab 1993 diese moderne Musik mit Keyboard hat angefangen. Ja? Aber Oud war immer dabei. Keyboard und Oud und ein Rhythmus. Aber wir spielen also die gleichen Lieder, aber es ist modern. Bis ca. 2000 ist ein bisschen geändert. Die Leute dort suchen, was vor Tanz und vor Dabka und vor nur vor Bewegung. Ja?
Aber vorher war nur vorhören. Ja, kann man auch tanzen, aber die Musik ist sehr wichtig. Aber seit 2000 bis jetzt, Musik ist nicht wichtig. Und wichtig ist Drum, okay, was kann man mit tanzen? Ja. Aber ist das noch Volksmusik? Ist das Kunst, klassische Musik? Es ist Volksmusik, ja. Aber gibt was auch Neues, ja. Aber in die Rahmen von unserer Volksmusik. Okay. Ja. Und was hast du im Nachtclub gespielt? Schau, man dachte vielleicht in die Nightclub oder kann man alles oder kann man nur bestimmte Style spielen. Mhm. Aber Fakt, es war wirklich schwierig, weil du hast Gäste von vielen Ländern, sie besuchen Tartu zum Beispiel, unsere Stadt, als Touristen, und sie brauchen was Besonderes zu hören. Und dann in diesem Nightclub habe ich auch viel gelernt. Ja, weil ich habe ein Gast kommt aus Emiraten zum Beispiel. Er möchte was von Emirat hören. Habe ich ein paar Lieder von Emirat. Von Algerien, von Indien, von. Ja, dort, man muss alle, wirklich, alles teilen und wie möglich. Okay. Ja, und ich habe ein Problem mit dem Besitzer gehabt. Ich sitze hier, das ist mein Platz. Er hat versucht, Druck vor mich zu machen, dass ich darf das oder das nicht zu machen. Dann habe ich mein Hut genommen und nach Hause gegangen. 2-3 Tage. Und mein Platz ist frei. Niemand kann hier sitzen. Okay? Weil ich war die Einzige, welche kann viele Möglichkeiten, viele Lieder spielen. Und ich nehme auch dreimal Preis als normaler Spieler. Zum Beispiel, wenn jemand hat 10 Dollar pro Nacht, ja, ich nehme 30. Ja? Und dann er kam mit vielen Leuten, bitte Rafat, bitte. Und bin ich noch einmal gegangen. Ja, es ist so schwierig dort zu arbeiten, weil man muss immer hören, was Neue finden, ja, für alle Gäste. Das war. Bitte. Meine Frau hat etwas? Bitte. Ich habe eine Frage, ich komme wieder zurück zu Makam. Ich habe gehört, hast du gesagt, das ist 8 Makam, oder? 8 Makam, genau. Ich kenne nur 7. Was ist die letzte? Die 8. ist Kurd. Kurd ist. Ich kenne Kurd. Und was noch? Na schau. Rast. Ja. Bayat. Ja. Saba. Mhm. Siga. Mhm. Hijaz. Mhm. Nahawand. Ja. Ajam. Das Haupt, 7. 7, ja. Und dann Kurd ist 8, aber es ist nicht Haupt. Aha, ja. Habe ich das erklärt? Das ist Bayat, aber auf Deutsch oder auf Englisch. Ja? Okay. Bitte. Bitte schon. Sie haben gesagt, Sie hatten bei manchen Konzerten ein Programm. Aber dürfen Sie dabei auch improvisieren, beziehungsweise müssen Sie dabei improvisieren? Oder ist es eher improvisatorisch oder hast du jetzt ein Programm, das du... Meinen Sie auf ein Konzert oder ein Programm oder so? Ja, muss genau. Ich planen oder nicht? Ja, ob Sie fest an dem Programm bleiben sollen oder ob Sie das frei improvisieren können. Ja, okay. Das ist eine schöne Frage, weil ich habe Geschichte mit dieser Sache. Und es ist ein Instrument für Improvisation. Ja? Wenn ich ein Konzert biete oder spiele oder so, muss man ein Programm machen. Ja? Jetzt oder vor dieses Lied muss ich 2 Minuten improvisieren oder 5 Minuten. Das muss man schreiben. Ja? Und auch auf jedem Makam. Wenn das Lied Rast ist, ich muss auf Rast improvisieren. Ja? Oder mit was anfangen, dann zurück nach Rast und dann wir fangen das Lied an. Also muss ein Programm immer. Aber die Improvisation hat kein Programm. Wenn ich anfange, ich weiß nicht, wohin gehe ich und wann komme ich zurück. Ja? Es war einmal, ich habe mit einem Kollegen gespielt, er spielt auch Oud und wir waren in einem Konzert. Und
Ja, er spielt, er hat Trommel mit, er hat Nai mit, Kanun mit und er hat alle diese Instrumente gespielt und er hat auch Oud gespielt. Und dann, ich habe 3, 4 oder ich glaube nur 2 Minuten gestohlen. Ja, er macht was und er hat eine kleine Improvisation gemacht und das war circa 150 Leute. Und die alle haben aufgestehen und so machen. Komm mich vor diese 2 Minuten. Ich habe wirklich, es war nicht im Programm, ja, aber ich muss was finden, weil er hat alle genommen, ja. Er spielt, 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 spielt so. Niemand hört mich. Und dann wirklich, einen Augenblick, ja, habe ich gemacht und 2 Minuten gespielt und die ganzen, alle Leute haben, oh mein Gott, was ist das? Und dann er kam böse. Und bis jetzt, das war 2014, bis jetzt, er hat mich nicht einmal eingeladen für ein Konzert. Ja, wirklich. Ja, immer muss man was finden. Aber improvisieren ist sehr wichtig. Man muss gut lernen, wie kann man... Ja. Ich spiele Bayat jetzt, okay? Ich habe mit Asmat auch darüber gesprochen. Jeder Makam hat ein paar Noten. Es ist sehr stark. Sehr stark. Wenn man diese 3 Noten benutzen kann, ja, 100% erschafft Erfolg. Aber wenn man immer diese 7 Noten und 8 Noten. Was gibt? Ja, bla 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 bla. Aber. Wenn man wirklich diese 3 Noten gut kennen, ich kann was super machen. Fertig. Das ist 3 Noten. Und von welcher Note muss ich anfangen und auf welcher Note muss ich fertig sein? Das ist sehr wichtig. Ciao. Ich fange jetzt so. Das eine. Oder ein anderes Einfangen von F. Okay? Wie kann man diese F, E, D benutzen? Oder? Das ist nur 2. F und G. Okay, wie kann man gut benutzen? Oder so, die Haupt ist A jetzt. Ja? Also das jede Makam hat ein Geheimnis. Wenn ich sage immer meinen Schülern, es gibt immer einen Schlüssel. Wenn man die Schlüssel hat, kann alles sehen. Es gibt eine Tür, ich habe die Schlüssel offen. Ich kann alles sehen. Ja? Wenn ich keinen Schlüssel habe, ist eine Tür. Ja? Also, jede Makam hat also bestimmt die 2, 3 Noten, ist sehr wichtig. Ja? Und von diesen 2, 3 Noten kann man von einem Makam zu anderen Makam gehen. Wenn wir zum Beispiel auf oder so unsere Finger. Sie meinen also die Bedeutung von die Zigar? Ja, das ist die Frage. Ich meine nicht die Bedeutung. Aha. Ich meine die Gefühl. Gefühl. Ja, Hijaz zum Beispiel. Hijaz ist ein Land, es ist im Norden, ja, ja, in Jemen, zwischen Jemen und Saudi-Arabien. Ja, und Rast. Heißt also geradeaus. Ja, gibt es. Die Bedeutung ist was anderes von Gefühl, ja, von diesem Makam. Mhm. Bayat ist glücklich, aber Bayat, ich glaube, heißt schlafen oder so, aha, wenn man schlaft. Ja, das ist interessant. Mhm. Wir haben so viele Gemeinschaften. Wenn ich etwas höre, das, zum Beispiel Sigar oder so, oder Hijaz, ich glaube, ja, das ist im Aguata, im Persische oder das im Persische. Ich finde diese Gefühle
dass wirklich so viele Gemeinschaften sind. Ja, ja. Na, wir haben sicher die gleichen Probleme. Ja, aber nur diese kleine Sache. Ja. In dem Iran, sie benutzen auch. Also viele andere Rhythmus, wir benutzen nicht. Ja. Okay. Ja, ab Bagdad, also ab Irak und nach Iran und Afghanistan und sie haben andere Rhythmus. Ja, wir haben die gleichen Noten, zum Beispiel Rast und Bayat und, aber der Rhythmus ist ganz anderes. Ja. Wir benutzen das nicht. Ja. Noch? Bitte. Sie haben von Liedern gesprochen. Also Sie spielen jetzt ein Lied, also mit einer bekannten Melodie, und dann improvisieren Sie damit, oder haben, also gibt es Lieder im europäischen Sinne, in dieser Tradition, oder wenn du jetzt ein Lied sagst, dann meinst du, nein, versteht zum Beispiel in einem Programm, gibt es Namen von Liedern, oder gibt es Lieder im europäischen Sinne sozusagen, oder... Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht. Meinen Sie das? Ja, ich verstehe nicht. Was bedeutet, was versteht man unter Lied? Also wenn du jetzt Lied sagst, was ist ein Lied? Ist es irgendwas Bestimmtes? Oder kannst du damit frei improvisieren? Ich muss als ich spreche jetzt als Musiker und als Künstler. Ja? Ich spiele jetzt ein Stück als Musiker und ein Künstler. Als Musiker ein Lied kann man auch drin improvisieren. Das ist Hijaz. Das als Musiker. Ich finde die Noten, ich lese sie. Okay? Und ich bin mit einem Band. Und ja, es ist normal. Aber ich bin ein Künstler, ich spiele auch mit einem Band, aber ich habe dieses Solo. Ja? Muss auch spielen. Ich spiele so. So, das ist ein Solo wie in Präsentation in einem Stück. Aber es ist in die Melodie, aber nicht in die Noten. Ja? Eine bestimmte Noten. Schau. Also, das ist was anderes. Aber ich bin die in die Melodie, aber fahr weg, also weg, fahr von, weg, weit von den Noten. Ja, noch? Wie spät ist jetzt? Noch eine Frage? Ja, also ich wollte eigentlich nur fragen, ob Sie demnächst irgendwelche Konzerte haben, die man besuchen könnte. Jetzt, momentan nicht, habe ich eine. Nein, später auf Ägypten eingeladen. Er kommt, also wir haben ein kleines Konzert am 23. März in den Afro-Asiatischen Institut. Nice, Flöte. Es ist nice, Flöte, ja. Ich spiele ein bisschen mit, aber das Hauptthema ist die Flöte, nice Bier. Aber ein Konzert von mich oder von meinem Band jetzt. Habe ich leider nicht, weil ich organisiere jetzt die Vienna Arab Talent, zweites Semester. Und das nimmt viel Zeit. Ja. Ich glaube ja ab September oder Oktober, wir können was machen. Aber jetzt leider. Okay.
Und du unterrichtest ja auch. Ich unterrichte manchmal im VHS oder privat, also kann man eine Zeit finden. Also wir dürfen deine Telefonnummer weitergeben? Oder? Ja, gerne, gerne, ja. Meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer? Ja. Ich habe ein paar Karten auch mit dir, ich glaube. Wenn jemand eine Frage hat, kann immer mich anrufen oder per E-Mail schicken und ich bin immer bereit vor. Auch um 2 Uhr in der Früh. 100%. Ich rufe dann ab vor. Ja. Schukran. Auf vor. Bitteschön. Ja.